Hallo liebe Leute, jetzt zeige ich euch, wie man gewürzte Kokosnussmilch braucht. Diese gewürzte Kokosnussmilch braucht man unter anderem für Nasi Rasul, also Prophetenreis, wo ich auch schon ein Video zu gemacht habe. Für die gewürzte Kokosnussmilch brauchen wir natürlich Kokosnussmilch. Hier habe ich 2 Dosen, weil die Kokosnussmilch ein bisschen flüssig ist. Dann brauchen wir noch Zimt, Pandanblätter, Limettenblätter, Kardamom, Nelken, Zitronengras und Salz. Das alles geben wir in einen Topf. So, die Kokosnussmilch lassen wir jetzt mit den ganzen Gewürzen aufkochen. So, unsere Kokosnussmilch ist jetzt schon aufgekocht. Ich habe das Ganze ungefähr 10 Minuten köcheln lassen. Und das war es auch schon mit unserer gewürzten Kokosnussmilch. Wir können jetzt den Herd ausschalten und das Ganze vom Herd nehmen. Untuk nasi rasulnya kita butuh santan yang diberi bumbu-bumbu. Ini santannya yang kita masak dengan kayu manis, pandan, daun jeruk, kapulaga, cengkeh, serai, dan garam. Semua bahan-bahan ini kita masukkan ke dalam panci dan akan memasak. Sekarang kita masak santannya yang diberi bumbu-bumbu sampai santannya mendidih. Santannya ini sudah mendidih. Saya diamkan mendidih selama 10 menit. Jadi sekarang kita bisa matikan kompornya atau apinya.